krabbelt immer noch einer hinter das Anzeig rum. Jetzt nicht mehr. Kopfschuss, Kopfschuss. Ah. Oh, da ist auch keiner am Hangar. Aber pass auf, es können immer noch welche da drin sein. Ich hab schon wieder 97 Bandit Kills. und ich... Ich hatte letztens, jetzt wieder 10. Ich hab... Letztens hatte ich ja... 13. Letztens hatte ich 45 ja schon, bevor ich gestorben bin. Ich hab jetzt wieder 13, also... Das höchste, was ich mal hatte, waren glaube ich 245. Humanity, 4200 jetzt. Ja, ich bin über 72. 1000. Ja, logisch. Daniel, bist du schon ohne? Nee, ich musste die erstmal abschießen. Jetzt renne ich weiter. Ich renne mal runter zu der Base. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der eine... wie in den Containern da, weißt du? Das ist, sollten wir vielleicht noch mal nachgucken. Also... Ich tue nur den Winkel dir zu verändern, dass ich weiter rein gucken kann. Sagen wir es mal so. Ja, in den Hangar glaube ich nicht, dass da noch einer ist. Ah. Weil ich hatte die... Ich hatte die eine, die hatte ich erst noch mal am Bein geschossen und... Ja. Da kam auch keiner ihr zu Hilfe irgendwie. Machen die ja auch gerne, ne? Wenn man eine verletzt und dass die andere dann... Ja. Müssen im Plus aufpassen. Die sind da sehr kollegial. Bei dir. Der ist eindeutig auch tot. Ja. Also da ist von den Leichen ist alles tot. Das ist alles grau. Das ist nichts mehr Weißes. Ja. Auch nicht da hinter den grünen Container? Ich sehe nur Schwarz-Weiß-Farben. Ich muss mit dem Fernglas gucken höchstens. Ich bin noch hier mit TWS zugange. Da sehe ich nur Schwarz-Weiß. Und das heißt, und Grauabstufung. Und dunkelgrau heißt tot und ganz weiß heißt lebt. Grüner Container, wo ist denn hier ein grüner Container? Wenn du die beiden Hangars lang, ne, und hinter die Hangars, wo die Sandsäcke enden quasi, da haben sie noch so drei Container. Ja, da sind, sehe ich. Und dahinter ist einer hintergerannt, ich habe aber, es könnte der eine gewesen sein, der jetzt ein Stückchen weiter hier vorne liegt, der dann, aber ich weiß es nicht genau, weil ich nicht gesehen habe, ob derjenige, den ich gesehen habe, der dahinter gerannt ist, ob das der war, ne? Ja, also vorhin, der eine ist doch von da weggelaufen, meine ich, oder nicht? Das könnte sein. Der ist halbe Airfield gelaufen, der liegt da hinten. Ja, ja, es könnte der gewesen sein, das stimmt schon. Weil laut TWS-Anzeige, wenn sie nicht direkt hinterm Container sind und da bleiben, ich bin die ganze Zeit ja am gucken, also ich habe da keine Bewegung gesehen. Außer Zombies rennen dann nicht rum. Ja, dann heißt... Ich habe nichts anderes gesehen. Ja, dann werde ich jetzt mal das Attacke-Vögelchen spielen. Daniel, kommst du zuerst zur Base? Du rennst da, ne? Ja, ja. So. Ja, ich bin jetzt ganz kurz vor der Base. Daniel, hier an der Base treffen wir uns. Nee, dann gehen wir weiter. Ich sehe euch beide. Ich bin da schon auf der anderen Seite, aber hier hast recht, ist keiner mehr. Ihr müsst nämlich immer dran denken, ich sehe nur schwarz-weiß. Ich kann euch nicht unterscheiden, ne? Von den Dots. Immer schön sagen, wo ihr seid. Ja, ich bin jetzt an der Base angekommen. Ja, ich hab dich gesehen, Alter. Daniel habe ich auch gesehen. Mensch, dass ich es wahre könnte, rin zu rennen. Probier's. So, die Hangars. Kontrolliere ich noch schnell. Ja. Ja, hier liegt auch ein Toter. Ne, zwei. Das ist Zombie. Das ist Zombie. Okay, hier auch eins, zwei. Ja. Okay, hier ist auch keiner mehr. Okay. Schrennerin. Und hier, ne, hier ist auch keiner. Okay, da können wir. Wir rennen doch vorne. Ich. Gut. wie machen wir es? Ein Anhängen hier oder was?
Ja. Einen an Wortnik und einen Solo. Okay, dann fahre ich den Solo mal weg. Habt ihr sonst hier noch was eingesackt? Nee, ne? Ja, leiten mal grob durch und Geld einsammeln, falls was ist. Falls die Kiste da ist, Kiste. Kiste sehe ich jetzt keine, aber ein Hund kommt auf mich zugerannt. Ey, nicht beißen. Okay, er rennt vorbei. Okay, 360 hatte der. Ja. Der hatte auch 360. Die Hunde machen ja nichts, oder? Nee, nee. Nee, die tun nichts. Ich komme mal ran. Ja. 660 bin ich mittlerweile. Hm. Ich 1100. Ja. Ich weiß halt nicht, wo du schon warst. Das wär... Okay. Geh nicht mal bei Denner. Was ist das hier, ein Stein? Ach nee, das ist irgendwie... Ach, das soll... Das ist das Flugzeug, oder was? Also, der Schrotthaufen hier, der hier liegt, der schwarze. Das soll wohl das Flugzeug gewesen sein. Ja, manchmal explodiert das, wenn das irgendwo drin backt, wenn es spawnt. Ja, das hat's wahrscheinlich. So, na gut. Ja, hast du alle hier auf der anderen Seite schon kontrolliert? Ja, eigentlich schon. Die GEMA meistens haben die alle nur 360 gegeben. Ja. Oh, da habe ich noch einer. Ja, das war das Flugzeug. Ja. So, ich bin am Gunner. Wer schießt da? Das ist eine Orkas-Waffe, die ich da höre. Nein, ich bin's nicht. Okay, dann müssen wir uns beeilen. So, der SUV ist dran. Ne? Ich setze mich in den anderen rein. Orkas, steig ein. In welcher? Na, kann, egal, hier in dem SUV oder bei Teddy. Oh Teddy, kannst okay. Fahren, ich folge dir. Bitte. Okay. Oh, die ballern jetzt aber ganz schön. Gott sei Dank sind die der SUV auch gepanzert ein bisschen. Ja. Ja, das ist wieder so eine Tat, die da irgendwo rumrennt. Boah, das schießt der mit einer Sniper oder was? Ist durchaus möglich. Es gibt auch welche, die mit Sniperwaffen rumlaufen. Warum schießt er da? Sind doch alle tot schon. Ja. Er schießt auf Zombies oder auf euch. Nee, bis jetzt kam bei mir hier kein Schuss an. Ja, dann ballern die Zombies da ab, da laufen ja eine Menge rum. Ja, die Mission, die lohnt sich wirklich immer wegen den zwei Autos hier, dass die dann 400.000 bringen. Ja. Ja. Ja, normal müsste das noch viel mehr bringen. Normal ist da eine Kiste mit Diamanten und so. Ja, leider ja nicht mehr. Ja, ich muss ihm mal Bescheid sagen. Ja. Dass da irgendwas faul ist. Und also mit der Mission hatten wir schon immer so eine Schwierigkeiten, dass da die Kiste nicht spawnen will oder so. Ja. Und dann noch das Flugzeug. Ja, aber das ist eine, die hat er selber gebaut, weißt du? Hm. Genau wie dieser General Store, der hier manchmal ist. Der ist auch eine selbstgebaute. Da gibt es auch eine Diamantenkiste. Drei Kisten sind da, glaube ich, drin. Essenskiste, Diamantenkiste und noch was. Also Daniel, ich habe gesammelt 1360. Ich 1100. Ja, Kleinkram, ne? Aber, naja. Kleinkram ist genauso wichtig wie das Große. Ja.
Musst du tanken mit dem SUV? Nö, Hälfte voll noch. Okay. Ich dachte jetzt gerade, du hättest irgendwas gesehen, weil du langsamer geworden bist. Nee, ich habe nur auf die Map geguckt. Du musst ja dann schnell anhalten und wechseln auf Geschütz, ne? Ja, das geht flott, das habe ich schon im Boost. Ich habe nur eben auf die Map geguckt, zwecks eventuell Missionen in der Gegend. Ach so, ja. Da will man ja auch nicht unbedingt reinfahren. Nee, nicht wirklich. Haben wir daraus gelernt. Ja. Ist dem Wodnik nicht so gut bekommen. Ja. Ja. Nun cruisen wir hier schon wieder durch die Gegend. Ja. Aber noch einer muss, aber dann ist Schluss. Ist wohl also einer müde? Oh ja. Oder Sauerstoffmangel? Nee, ich würde eher Müdigkeit schätzen. Ich habe nur 4 Stunden heute Nacht geschlafen. Ja, das ist wenig. Und dann der ganze Tag noch Inkarfe und so weiter. Ja, das ist ja auch anstrengend. Das wäre. Ja, viel frische Luft, aber auch müde. Ja. Ja, ich habe schon das Fenster auf, also sonst wäre ich bestimmt schon hier hingeschlafen. Aber ich habe hier so ein Gestell extra mir gebaut gerade. Habe ich ja hier irgendwo gesagt gerade. Oh, wieder gleich alles in der Luft fliegt da. Okay. Ja, fliegt nicht lang. Ja, der hat mich aber noch ein bisschen erwischt. Ja, ja. Was abgekriegt. Ja, ja. Die Ratte hat sich gut versteckt. Gut, dass du vorhin eine Engine gefunden hast. Die können wir gut gebrauchen. Ja, liegt in der Baukiste. Ja, in der Bauhütte. Ja. Also wo Baumaterialien und so drin sind. Ja. Da ist also Schlüssel Nachmeier Tool drin. Ja, da brauchst du ja das, nur das eine Schlüsselding da, das nützt ja nichts. Da brauchst, wieso? Na, da brauchst du noch einiges zu, um Schlüssel kopieren zu können. Ja, viel Mission ist wieder, wollen wir zurückfahren? Ja, erst mal, das Tor ab und dann fahren wir zurück. Erstmal müssen wir die Bienen loswerden hier. Ja. Denn nur Bares ist Wahres. Weil die Mission, nur bei mir ist halt das Problem, ich habe nicht viel Munition dabei. Ja, ich muss auch DMR erst nachfüllen. Obwohl, wir sind ja dort, wir können ja ein bisschen was kaufen, also. Ich sag mal, wenn ich von der Munition 3 Päckchen hätte, wäre es nicht schlecht. Ja, ich 5. Ja. Ich kann sie hier splitten. Ich kriege pro Päckchen 4 Päckchen. Ja, hast du aber 24. Ja, hast du aber auch nur 20 Schuss. Ja. Genau wie ich mit einem Magazin. Ja. Da sind halt jeweils in einem Päckchen sind 10 Schuss anstatt oder 5.
war nicht rum. 5 hast du immer pro Magazin. Moment. Ich gucke Mono, also. Und du kriegst aus einem DMR-Magazin ja 4 Stück raus. Ja, 5 Schuss. Genau. Ich habe gerade geguckt, also das sieht man ja im Menü, wenn man Emo draufklickt. Genau. So also sieht's wenn, aus. Wenn ich 3 Stück hätte, wäre mir schon geholfen. Weil ich habe noch ein Päckchen, außer das, was in der Waffe ist. Und das reicht nicht. Hm. Ah, ich habe ja auch bloß noch so 1,5. Ja. Dann hätte ich gesagt, du mal Munition gerade nur grafen. Und dann fahren wir nochmal dorthin. Ja, auf jeden Fall muss ich die Engine tauschen, weil die ist klar rot. Dann müssten wir eigentlich doch erstmal nach Hause. Und dann brauchen, ja, wir, brauchen, und dann brauchen wir auch keine DMR kaufen, weil zu Hause haben wir über 100 oder fast. Ja, 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 ja. Das ist die DMR Max, gell? Ja. Das waren nur genau 100. Also über 100 waren das sogar. Weiß ich nicht. Mein Stand war 100, also so schnell konnte ich jetzt gar nicht bremsen. Ja. Ist der SUV geknallt oder was? Ne, nur ein bisschen. Der kriegt schon nichts ab. Kaum der Rede wird. Nur so angetitscht, wisst ihr? Ich habe schon Vollbremse gemacht. Aber hab ihn trotzdem noch berührt. Ja, immer Abstand halten. Ja. Du schießt schon wieder einer. Ah, hab ich gehört. Aber wir sind bald da. Ja. Das soll sich auch schon der Weg für hoch, oder? Ja. Na, weißt du noch, hier links das rote Auto? Mhm. Ein paar Meter vorne dran, bin ich Erinnerung. Ja. Bin ich zum Erlegen gekommen und ich habe an alle Körperstellen rausgeblutet. Ja, genau. Und die Füße, die Zehennägel abgeschossen und so weiter. Ich habe es im Video gesehen, also. Ja, ein bisschen Loch angekommen. Ja. Ich war durchlöchert, sagen wir es mal so. Aber wo du mal das hier im Spiel gesagt hast, da konnte ich das irgendwie gar nicht glauben. Also. Naja. Aber ja, du hast richtig aus den Fußsohlen rausgeblutet voll, ja, aus den Armen, aus dem Bauch. Ja, eigentlich überall. Aus dem Kopf. Nein, ich habe ja komplett was abgedreht, also. So. Aussteigen. Ja, bin raus. Ich weiß nicht, ob ich an euch zu nah dran bin. Ich stelle mich an die Tankstelle. Oh ja. Und Daniel, wenn ich soweit bist, komm schon mal her, dann gebe ich dir das Geld. Oh ja. Fertig? Ja, ja, mach mal. Bitte. So, danke. Weil mit Geld rumlarve, das mache ich nicht gerne. Ich hole da gleich Briefkästchen von. Hm.
So. Also okay. Erstmal Eistee getrunken und einen schönen Nudeleintopf gegessen. Ich gehe wieder an, genau. Ja. Wir müssen sofort schießen, wenn einer auftaucht, weil die Engine ist knallig rot. Ja. Ich bin drin. Die dumme Ratte hat mir genau geballert. Ich sehe es. Was kostet denn eine Engine? Kann man die hier kaufen? Klar kannst du hier kaufen, weiß ich nicht, 5000 oder so. Na gut, so glaube ich jetzt nicht. Kann man handeln? Wir müssen da wieder in die Richtung, ob wir die 1,2 Kilometer eben nach Hause fahren oder da, ist eigentlich egal. Ja, ja. Ja. Und jetzt erstmal wieder runter zur Küste. Ja. Oh, da wird jetzt ein Chaos sein auf dem Airport da. Ja. Oh ja. Weil die alle da, weil die immer an derselben Stelle spawnen. Aber vorher verschwindet das andere alles, ne? Nein, das bleibt bis ganze Weile. Wenn die Fläche haben, da stehen die LKWs und Autos alle kreuz und quer ineinander. Ach, deswegen waren auch zwei LKWs ineinander verbuggt, weil da die gleiche Mission nochmal gespawnt ist. Nee, das ist normal, dass da immer wieder die LKWs ineinander buggen. Das war nur von einer Mission, aber jetzt kann das passieren, dass die auch die Autos ineinander backen. Und das Flugzeug, kann auch sein, dass da nur ein SUV ist, weil der andere explodiert ist. Weil das Flugzeug, weil da so viele Fahrzeuge stehen dann. Dass die ineinander backen dann und bumm. Ja. Dann war auch das Flugzeug explodiert. Wahrscheinlich hat das in irgendeinem LKW gestanden und dann bumm. Ja. Aber Versuch ist wert, dass man alles rausholt. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Selbst wenn da nur ein Amoris übersteht oder über ist und alle anderen Autos platzen. Selbst dann lohnt sich noch für zwei Briefkästen pro Fahrzeug. Das wäre. Und ein Briefkästen ist 1000, oder? Ein Briefkästen ist 100.000, ja. Achso, 100.000. Mhm. Ja. 100 Gold. 100.000. Ja. Was ist rechts oder links? Rechts. Ah ja, hier an unseren schmucken Offroad Fahrzeug. Ja. Wir können an sich auch gleich die Gunner-Munition mit einpacken. Ja. Und die auch gleich noch mitverkaufen. Wenn wir hier schon zu Hause sind. Ja, dann holen wir alles raus, was wir verkaufen können. Versuch, da vorne kommt was. Ganz weiter weg. Ja, zum Glück gar nicht gesehen. Ja, ich hab die aufgedrückt. Ich bin Menge Patsch oder wie ich sage. Schon einiges niedergemüht heute. Ja, ja. Werden die dir angerechnet eigentlich? Nee. Nee, ne? Sobald ich die mit dem Fahrzeug mache, nicht. Nur wenn ich die jetzt mit Sniper oder sonst was machen würde. Ja.
Die ganze Straße hier, die wir jetzt ewig... Das ist schon mal alles abgelaufen, komplett. Ich glaube, ich bin die ganze Map, in jede Richtung und so ist schon abgelaufen. Mit Sicherheit. Was meinst du, wie oft ich gelacht bin, wo wir damals mit dem Ivan gespielt haben? Mhm. Da hat mich der Milo zusammengefahren, im Auto. Kann ich noch an die Geschichte erinnern? Ja. War ja nicht mit Absicht. Ja, aber irgendwie kann er sich nicht mehr dran erinnern. Jedenfalls hat er das behauptet. Milo hat mir auch schon mal aus Versehen über den Haufen geschossen. Ja. Dann sollte man eigentlich mal Abstand von Milo halten, ne? Weil er hätte mich ja letztens beim Bauen ja auch fast. Ja. Zwar nur mit einer Handgriff da, aber ja. Blödes Schild. Elektro AD. Hier könnte jetzt wieder einer kommen gleich, ne? Oh. Ein bisschen... kleinen Moment.